Sie muss die regelmäßige Zustellung gewähren. Das erhöht natürlich die Betriebskosten. Und da ist die Behörde jetzt aber zu dem Schluss gekommen, die Post kann gar nicht so viel optimieren. Sie hat schon alles rausgeholt, aus den möglichen Betriebskosten niedrig zu halten. Die Sortierung und Verteilung läuft fast zu 100% vollautomatisch. Bei den Strukturen, wie beim Filialnetz, darf sie auch nicht weiter einsparen. Und dann bleibt eben nur noch das Personal. Über 2/3 der Kosten für einen Brief gehen für den Postzusteller drauf, den Angestellten.